aus Cinema Strikes Back sprechen wir ja immer mal wieder über die großen Filme aus Hollywood. Doch heute soll es um mehr gehen. Wir haben euch 15 Geheimtipps mitgebracht. Faszinierende Filme der letzten Jahre, die abseits von Hollywood produziert wurden und genauer gesagt nicht einmal in den USA. Los geht's! Okay, eine Sache muss ich noch erwähnen. Ja, ich weiß, nicht jeder Film wird für jeden auch wirklich ein Geheimtipp sein. Wie soll man das auch definieren, was ein Geheimtipp ist? Manche finden halt die Filme gut, andere die und manche haben die Filme schon. Der Medienwissenschaftler Wilfried... Hast du gerade ernsthaft das Intro reingeschnitten, während ich noch inmitten meiner Mutter... Hallo? Sag mal, geht's noch? Mach das noch einmal und ich werde... Na, weißt du was? Ich werde mich beruhigen. Spiel einfach das Intro ab. Nein, ernsthaft, mach ruhig, spiel das Intro ab. Traust dich nicht mehr, was? Jetzt spiel endlich das Intro ab. Indischer Folkhorror ist die coolste Genrebezeichnung, die ich je gehört habe. Und unser Platz 15 kann nicht nur deswegen überzeugen. Tumbad wird oft als der beste Horrorfilm der indischen Filmbranche überhaupt gehandelt. Es geht um den fiktiven Mythos des Gottes Hastar, der verstoßen wurde, weil er zu gierig war. Obwohl die Anbetung von Hastar untersagt ist, errichtete das indische Dorf Tumbad für ihn trotzdem einen Schrein. Der Film begleitet das Leben des jungen Vinayak, der immer wieder in das verfluchte Dorf zurückkehrt, auf der Suche nach einem mysteriösen Schatz. Tumbad ist wirklich ein außergewöhnlicher Film. Die Bilder des regnerischen Indiens Anfang des 20. Jahrhunderts erzeugen eine bedrückende Stimmung und die Kreaturen sind mit einer Mischung aus prosthetischem Make-up und CGI-Effekten wie aus einem blutigen Albtraum. Bei einem Budget von nur 50 Millionen Dollar ist die Umsetzung der Fantasy- und Horrorelemente auch wirklich beeindruckend. Wenn man sich durch die ein oder andere etwas dürftig animierte Szene gequält hat, ist das atmosphärischer und intelligenter Horror über menschliche Habgier. Für viele wird der nächste Film kein Geheimtipp sein. So ist der Regisseur Denis Villeneuve wegen Filmen wie Dune oder Arrival mittlerweile ein Superstar. Aber in seiner Filmografie steckt ein kleiner Film, der vielen unbekannt ist. Incendies, nicht Incendies, auf Deutsch Die Frau, die singt. Der Film spielt in Kanada. Nach dem Tod ihrer Mutter werden den Zwillingen Jeanne und Simone zwei Briefe überreicht. Einer soll zum Bruder der beiden, einer zum Vater. Aber die beiden sind in Kanada aufgewachsen und kennen den Rest ihrer Familie gar nicht. Vater und Bruder befinden sich nämlich im Heimatland ihrer Mutter. Ein fiktionales Land, das wohl am ehesten dem heutigen Libanon entspricht. Dort gehen die beiden ihrer turbulenten Familiengeschichte nach und stoßen dabei auf einige niederschmetternde Geheimnisse. Der Film ist, glaubt mir das, eine wahre Wucht und zeigt die blutigen Abgründe eines zerstörerischen Bürgerkriegs. Es geht um Traumata, die von Generation zu Generation weitergetragen werden und sich in scheußlichen Verbrechen zeigen. Seid gewarnt, der Film ist alles andere als leicht zu verdauen und dennoch ist er sowas von sehenswert. Glaubt mir, es gibt sie. Außerhalb von Manta Mantas zweiter Teil lief dieses Jahr eine tolle deutsche Produktion im Kino. Das Lehrerzimmer ist ein Drama von Ilka Chatak über die junge Lehrerin Carla Novak, die versucht, mehrere Diebstähle in ihrer Schule aufzudecken. Alleine Leonie Benischs Darbietung als Lehrerin am Rande des Nervenzusammenbruchs ist Grund genug, sich diesen Film anzuschauen. Eine smarte Abhandlung über Vorurteile und Falschmeldungen in und außerhalb von Klassenräumen. Kein Wunder, dass der Film als deutsche Einreichung für den Auslands-Oscar 2024 ausgewählt wurde. Es kam wie so oft. Ein ausländischer Film mit einem genialen Drehbuch sorgte für Furore. Hollywood kam daher und schuf ein Remake mit einem Hollywood-Star unter demselben Titel, so als hätte der Originalfilm keine Existenzberechtigung. So wird aus Kunst schnell mal Stangenware. Ich bin vorsichtig damit, Filme zu loben, seit ich mal jemandem den Film Oldboy empfohlen habe und die Person das miserable US-Remake mit Josh Brolin guckte. Auch The Guilty mit Jake Gyllenhaal ist nicht so mitreißend wie das Original aus Dänemark mit demselben Titel. Der dänische Film dreht sich um den Polizisten Asger Holm, der in der Notrufzentrale sitzt. Als eine Frau ihn anruft und ihm vermittelt, dass sie gerade entführt wird, entwickelt sich eine wendungsreiche und spannungsgeladene Geschichte. Dabei wird zu keinem Zeitpunkt die Perspektive von Asger Holm verlassen. Was auf der anderen Seite der Leitung passiert,
sehen wir kein einziges Mal. Hunt for the Wilder People oder Wo die wilden Menschen jagen ist nicht ganz unbekannt. Denn die neuseeländische Komödie ist nicht nur von Torregisseur Taika Waititi, sondern hat auch noch unseren Lieblingspaläontologen Sam Neill in einer Hauptrolle. Ich wollte Wo die wilden Menschen jagen trotzdem mit in diese Liste aufnehmen, weil das neuseeländische Kino leider meistens unterrepräsentiert ist und es reden immer noch nicht genug Menschen über diesen Film. Die Geschichte von Ricky Baker und seine Flucht in die Wildnis mit Onkel Heck ist so herzerwärmend, aber auch überraschend witzig. So ein typischer Weinen-Lachen-Film. Sam Neill und der junge Julian Dennison haben eine unfassbar tolle Chemie. Falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, holt das unbedingt nach. Das deutsche Kino wird gerne totgeschrien. Dabei erscheinen immer wieder mal kleine Filmperlen, auch hierzulande. Nur gehen Filme wie Der Nachtmahr leider völlig unter. Dieses Coming-of-Age-Drama mutiert immer wieder mal zum Horrorfilm, denn im Mittelpunkt steht ein mysteriöses Wesen namens Der Nachtmahr. Nur eine junge Abiturientin kann ihn sehen und so wird dieses Wesen zum Spiegel ihres Seelenlebens. Der Nachtmahr bietet einen tiefen Einblick in die Psyche dieser Figur und sorgt mit einem außergewöhnlichen Schnitt und auch einem ziemlich wilden Sounddesign für ein ganz besonderes Filmerlebnis. Der Film setzt sich mit vielschichtigen Themen wie Angst, Identität und Erwachsenwerden auseinander und fordert sein Publikum manchmal ganz schön heraus. Er ist wirklich fantastisch. Cartoon Saloon heißt das irische Animationsstudio, was mit Das Geheimnis von Kells und Melodie des Meeres bereits zwei wunderschön animierte Geschichten produziert hat. Der dritte Teil der Reihe heißt Wolfwalkers und basiert wieder einmal lose auf europäischen Folklore-Geschichten. Der Stil ist ein Mix aus keltischen Mustern und einem orangenen Grundton, der die Bilder von Wolfwalkers herbstlich leuchten lässt. Mich haben schon die beiden Vorgänger verzaubert, aber Wolfwalkers hat mich richtig umgehauen. Obwohl die Story nicht viele Überraschungen bereithält, überzeugt er mit atemberaubenden Bildern. Wolfwalkers ist auch eine Parabel auf Freundschaft, dem Anderssein und Unabhängigkeit. Sogar Sean Bean ist als Sprecher am Start. Ich kann es nicht genug betonen, wie magisch und detailverliebt dieser per Hand gemalte Film ist. Frozen kann da einpacken. Überzeugt euch selbst. Vielleicht habt ihr es schon gemerkt, wir lieben weirde Filme, in denen man die Handschrift des Regisseurs oder der Regisseurin klar erkennen kann. Genau ein solcher Film ist unser Platz 8. Einer der eigenartigsten, verstörendsten und außergewöhnlichsten Horrorfilme, die ich vielleicht je gesehen habe. Und er kommt aus Kanada. Die Rede ist von Skinamarink. Fragt mich jetzt nicht, was genau der Titel bedeutet, aber erinnert ihr euch noch an die Albträume, die ihr als Kinder hattet? Die Hauptfiguren dieses Films sind der 4-jährige Kevin und die 6-jährige Kaylee. Aber ihre Gesichter werdet ihr kein einziges Mal sehen. Vielmehr werdet ihr die eigenartigsten Kameraeinstellungen zu sehen bekommen und Bilder, die minutenlang stehen. Bilder, in deren unscharfen Umrissen und in den Schatten sich eine Handlung abspielt, die zunehmend grausamer wird. Die vertraute Stimme des Vaters verwandelt sich nämlich immer mehr in das Krächzen eines Dämons. Dieser experimentelle Film ist eine klassische Lieben- oder Hassen-Angelegenheit. Viele verließen die Kinosäle, manche nennen den Film auch den langweiligsten Film aller Zeiten. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Aber wer sich einlassen kann auf diese immersive Handlung und wer einen in jeder Hinsicht unkonventionellen Film sehen möchte, der bekommt das außergewöhnlichste Filmerlebnis der letzten Jahre geboten. So langsam kommen wir in das Territorium, wo uns die Adjektive für diese fantastischen internationalen Produktionen ausgehen. Selma vom norwegischen Regisseur Joachim Trier würde ich am ehesten mit den Wörtern einnehmend und obskur bezeichnen. Und ja, ich habe ein anderes Wort für geheimnisvoll gegoogelt. Der Thriller mit Fantasy-Elementen handelt von Selma, einer norwegischen Studentin, die aus einem sehr christlichen Elternhaus kommt. Als sie sich in ihre Kommilitonin Anja verliebt, entwickelt sie plötzlich übernatürliche Kräfte. Die weiten Einstellungen von vollen Plätzen und die an einigen Stellen sehr hektische Montage, gepaart mit bedrohlich ruhigen Szenen, bereiten den Zuschauenden darauf vor, jedem Moment könnte ein großes Unglück passieren. Dabei ist Triers Bildsprache voller Symbole und lässt sich dadurch reichhaltig interpretieren. Selmas Kräfte sind eine Art Rebellion gegen ihr restriktives Elternhaus und obwohl sie immer mehr zu einer Gefahr für sich selbst und ihr Umfeld wird, bleiben wir auf ihrer Seite.
Manche lieben konventionelle Filme. Eine Handlung braucht eine Figur, Kräfte, die sich ihr entgegenstellen, einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Ja, wenn euch das alles wichtig ist bei einem Film, für einen kohärenten Filmgenuss, dann verzichtet vielleicht lieber auf die französische Filmperle Holy Motors. Denn all das hat dieser Film nicht. Darin passiert vieles, das nie erklärt wird. Ein mysteriöser Mann namens Oscar verwandelt sich immer wieder in die unterschiedlichsten Personen und Wesen. Mal ist er eine Bettlerin, dann wieder ein Familienvater und dann ein dämonisches Monster. Episodenartig schreitet er so durch Szenen und Szenerien, die immer irrer werden. Dieser Fiebertraum eines Films kann auch natürlich auf die unterschiedlichsten Arten gelesen werden. Es gibt Menschen, die das als pseudo-intellektuellen, avantgardistischen Klischee-Bullshit abstempeln werden. Andere sehen aber auch mehr darin. Gute Kunst fühlt man, selbst wenn man sie nicht versteht, sagt man. Und auf Holy Motors und seine unzähligen verrückten Ideen trifft das meiner Meinung nach zu. Jeder Film trägt eine Botschaft an sich. Filme treffen explizit oder implizit Aussagen über uns und die Gesellschaft und sind oft das Medium, was auf eine kreative und emotionalisierende Art und Weise uns bestimmte Themen nahebringt. In einigen Fällen sind Filme auch Grund für politische Verfolgung, weil sie auf Missstände und Ungerechtigkeiten eines autoritären Regimes aufmerksam machen. Mohammed Razalouf, der iranische Regisseur von Doch das Böse gibt es nicht, hat das zu spüren bekommen. Einige Tage nachdem er 2020 für Doch das Böse gibt es nicht den Hauptpreis der Berlinale gewinnen konnte, wurde Razalouf im Iran zu einem Jahr Haft verurteilt und erhielt ein zweijähriges Arbeitsverbot. Propaganda gegen das System war das Urteil. Doch das Böse gibt es nicht ist ein Episodenfilm, der vier unterschiedliche Geschichten erzählt, die nur lose zusammenhängen. Thema ist die Todesstrafe im Iran und die Menschen dahinter, ob Henker oder Verurteilter. Obwohl einige Bilder fast schon romantisch und idyllisch sind, fangen andere Szenen schonungslos die Brutalität des Tötens ein. Gerade dieser Kontrast hat für mich diesen Film so besonders gemacht. Eines muss man aber wissen, Doch das Böse gibt es nicht, überrumpelt einen emotional, aber genau das macht ihn so wichtig. Son of Saul ist der eindrucksvollste und unangenehmste Film über den Holocaust, den ich je gesehen habe. Der Film spielt im Oktober 1944 im Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau. Saul ist ein Insasse, der eines Tages den Körper eines Jungen findet, in dem er seinen verstorbenen Sohn erkennt. Aber vielleicht weiß er auch von Anfang an, dass es gar nicht sein Sohn ist. Diese Frage bleibt offen. Gemeinsam mit dem Leichnam sucht er einen Rabbiner, um dem Jungen eine richtige Bestattung zu ermöglichen. Und so folgen wir ihm durch den Alltag im Lager. Die Beklemmung, die Panik, der Tod, der überall lauert, all das wird nahbar gemacht. Die Kamera klebt an Saul, an seinem Rücken, während er durchs Lager schreitet und allein die Geräuschkulisse lässt einen lange nicht los, weil sich sehr vieles außerhalb des Bildes abspielt. Nur spielt sich all das in der Fantasie des Publikums ab und gerade das macht den Film stellenweise so grausam und gleichzeitig brillant. Für mich ist Son of Saul ein modernes Meisterwerk. Einen verdienten Platz in unserer Top 3 belegt der animierte Dokumentarfilm Flieh des Dänen Jonas Poe Rasmussen. Meine emotionale Reaktion bei fiktiven Filmen geht immer nur so weit, dass ich mir, egal wie immersiv die Erzählung ist, am Ende sagen kann, das ist doch zum großen Teil alles erfunden. Da kommen Dokumentarfilme ins Spiel, die eine andere Art von Authentizität besitzen und auf uns wie eine Darstellung der Realität wirken. Aber selbst Dokumentarfilme sind nicht objektiv. Die Filmschaffenden dahinter treffen immer Entscheidungen wie, was filmt man oder was lässt man aus oder wie schneidet man ein Voice-Over und dokumentarisches Material zusammen. Flea erzählt bewusst subjektiv die Geschichte von Armin, einem afghanischen Flüchtling, der Asyl in Europa beantragt hat und heute erfolgreich in Dänemark lebt. Basierend tut das Ganze auf der realen Geschichte eines Freundes von Jonas Poe Rasmussen. Und Grundlage für die Animation waren Interviews, die der Regisseur mit dem wahren Armin führte. Flieh ist eine Erinnerung in Filmform und für mich ein tief bewegendes Meisterwerk der letzten Jahre. Unser Platz 2, Taxi Driver. Nicht zu verwechseln mit
Taxi Driver aus den 70ern. A Taxi Driver ist nämlich 2017 erschienen und lief hierzulande nicht einmal in den Kinos. In der südkoreanischen Großstadt Gwangju herrscht Ausnahmezustand. Die Bürger protestieren gegen die autoritäre Regierung. Daraufhin wird die Stadt abgesperrt und das Militär eingesetzt. Der Aufstand wird zum Symbol für den Kampf um die Demokratie in Südkorea. Aus Deutschland wird nur einem Journalisten erlaubt, über die Ereignisse zu berichten. Er organisiert sich deswegen einen Taxifahrer, der ihn nach Gwangju bringen und für ihn übersetzen soll. Der Taxifahrer Mansop ist ein ziemliches Schlitzohr und ergattert sich den Job, obwohl sein Englisch miserabel ist. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es geht sehr viel um sprachliche Missverständnisse und das kommt in der deutschen Synchro teilweise einfach nicht rüber. Deswegen, wenn ihr könnt, schaut euch den Film im Originalton an. Es ist eine tolle Geschichte. Die beiden, also der Taxifahrer und der Journalist, erleben die brutalen Unruhen nämlich aus nächster Nähe und dabei entwickelt sich eine herzerwärmende Freundschaft, die mir so manche Träne ins Auge gedrückt hat. Vieles an dem Film ist dramatisiert, aber in seinem Kern ist es eine Geschichte, die sich so oder so ähnlich auch abgespielt haben soll, zwischen dem NDR-Korrespondenten Jürgen Hinzpeter und dem Taxifahrer Kim Sabok. A Taxi Driver ist so vieles auf einmal, nämlich süß, witzig, spannend und erschütternd zugleich. Kommen wir zu unserem Platz 1 und damit zu einem norwegischen Film namens The Innocents. Die Prämisse könnte unangenehmer nicht sein. Mehrere Kinder entdecken in einer Hochhaussiedlung ihre übernatürlichen Fähigkeiten und geraten allmählich außer Kontrolle. Macht trifft in dem Horror-Thriller auf kindliche Unschuld. Wer hätte gedacht, dass Szenen von Spielplätzen einem die Haare zu Berge stehen lassen können? The Innocents ist wahrhaftig Filmkunst der feinen Art. Ein irritierendes Sounddesign trifft auf kreative Kameraeinstellungen und überzeugende Performances aller Kinderdarsteller. Und das ist gerade bei so jungen Darsteller und Darstellerinnen oft keine Selbstverständlichkeit. Der Regisseur Eskil Vogt taucht tief in die Gedankenwelt der Kleinen ein und dabei stellt der Film uns auf die Probe und unterfragt unsere Moral. Kann man hier überhaupt von Gut und Böse sprechen? The Innocents schafft es mit wenigen Mitteln, ein extrem packendes Finale zu inszenieren. Er bedient sich zwar so eines altbekannten Horrorklischees, gruselige Kinder, konnte für mich aber alles, was man bisher dazu gesehen hatte, übertreffen. Checkt jetzt doch dieses Video vom Funkkanal Psychologiek aus. Darin geht es um Drogenfakten, die ihr noch nicht kanntet. Zum Beispiel, welche Psychedelika in welchen Ländern mittlerweile zur Therapie zugelassen sind. Oder braucht ihr weitere Filmtipps? Dann schaut mal hier. Vor kurzem haben wir nämlich in unserem Podcast über die 10 außergewöhnlichsten Filme des Jahres gesprochen. Checkt das unbedingt mal aus. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back.